Stadt, Straßen, Autos und schlechte Luft. Grünflächen werden rar in unseren Städten. Dabei ist saubere Luft ein entscheidender Faktor, um Städte lebenswerter zu machen. Deshalb sind sogenannte Living Walls im Trend. Doch diese Systeme benötigen Platz. Wir haben eine Moosfassade gefunden, die in die Wand eingelassen wurde. Doch wie kam es denn zu dieser innovativen Idee? Die Idee dazu entstand dadurch, dass wir dass unsere Fassade begrünen wollten, auch Grün in die Ortschaft reinbringen. Und dadurch, dass die Bäume schlecht möglich waren aufgrund der Straßensituation und Parksituation, haben wir deswegen das Grün an die Fassade gebracht und finden das auch eine ganz tolle Idee, weil es einfach von der Gestaltung her auch sehr schön geworden ist und haben uns deswegen auch tiefer mit der Moosfassade beschäftigt. Und auch deswegen versucht, die Fehler zu vermeiden, die an anderen Moosfassaden entstanden sind. Wir wissen zum Beispiel vom Stuttgarter Modell, wo ja an der Durchfahrtsstraße die Moosfassade gepflanzt werden sollte, aber da die Himmelsrichtung nicht richtig beachtet wurde und auch die Bewässerung nicht. Und deswegen haben wir jetzt hier ein eigenes System entwickelt, wo das Moos leicht schräg angebracht ist und eben von oben bewässert wird und einige technische Details beachtet wurden. Bei der Bewässerung haben wir speziell darauf geachtet, dass das Wasser auf eine schräge Ebene trifft, sodass es sich gleichmäßig verteilen kann und langsam im Moos ausbreiten. Und dass auch Regenwasser verwendet wird. Und dadurch haben wir eine Zisterne eingebaut, die dann das Regenwasser sammelt und für die Bewässerung verwendet wird. Zur Bepflanzung werden die Moossprossen auf einen Trägerfließstoff ausgesät. Hier wurden 4 verschiedene Arten kombiniert. Graues Zackenmützenmoos, Zypressenschlafmoos, Wacholder-Wiedertonmoos und purpurrotes Hornzahnmoos. Auf die jungen Sprossen wird zusätzlich ein Schlingengewebe genäht, damit sie durch die Witterung nicht abgetragen werden. Mittlerweile ist das Moos dicht und seine feinen Blättchen bilden eine homogene Oberfläche, die den Feinstaub von Abgasen bindet und sogar zum Wachsen in neue Biomasse umwandelt. Aktuell fallen in Deutschland pro Jahr etwa 2 bis 14 Gramm Feinstaub pro Quadratmeter an. Feuchte Moose binden aber 13 bis 22 Gramm Feinstaub. Sie sind also geniale Luftfilter. Das Baubüro hat seinen Prototyp mit einem erfahrenen Systemhersteller für Fassadenbegrünung umgesetzt und viele technische Besonderheiten integriert. Technische Besonderheit ist, dass wir die Moosfassade noch beleuchtet haben. Eine integrierte Beleuchtung, die von sich aus strahlt. Der Strom wird über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt. Das Dach hat eine extensive Begrünung, über die dann praktisch das Wasser etwas vorgefiltert wird, vorgereinigt wird. Und das Wasser läuft dann von dort aus in die Zisterne. Die Zisterne versorgt dann die Pumpanlage, über die dann die Moosfassadenpaneele oder die beiden Moosfassaden bewässert werden. Auffallende Änderung zu bisherigen Mooswänden ist die Neigung. Doch warum wurden sie schuppenartig angeordnet? Die Paneele sind deswegen 10 Grad geneigt, damit das Wasser nicht unmittelbar abfließen kann und dass eben die Inhaltsstoffe, die jetzt in der Luft enthalten sind, sich auf dem Moos besser absiedeln können und dann von dort über einen chemischen Prozess in Biomasse umgewandelt werden können. Auch architektonisch ist diese Konstruktion eine Innovation. Sie ist nicht aufgesetzt, sondern in die Wand integriert. Wir haben die ganze Paneele so integriert, dass wir die Wärmedämmverbundsystemdämmungen Dämmung um ca. 10 cm reduziert haben. Und somit konnten wir die ganzen Paneele integrieren in die Fassade und nicht nur aufsetzen. Und somit ist es ein harmonisches Bild im Gegenspiel zu diesen vertikalen Fensterbändern und Treppenhausband. Und so gibt es eben eine interessante Optik in der Fassade dann nachher. Und durch diese Fensterbänder schimmert es besonders nachts passend grün. Statt Bäume, Moospflanzen. Wir finden es ein gelungenes Projekt zur Stadtbegrünung. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.